schönen guten Tag, hier ist der Busua. Und zwar, ach, erste Sache, ich will nur mit einer Sache, die ist komischerweise noch nie gekommen, will ich aber mal kurz klarstellen, weil ich ja in fast jedem Video wirklich dieses Shirt anhabe, wo ihr hier auch denkt, wie, hä? Also, ja klar, ich produziere vor, das wisst ihr ja, das kennt ihr ja, aber nur mal so, ich habe mehrere von denen. Also das ist der erste Punkt. So, zweiter Punkt ist, guckt mal gerade, ich bin gerade echt am, ja, wie soll man es nennen? Ich nehme gerade meine eigene Datei auf, die ich wiederum hier drin habe mit AirShoe, weil ich die halt, ja, wenn ich die direkt in AirShoe öffne, beziehungsweise das ist eine MP4-Datei, die halt von meinem Screen des Handys ist, ganz normal aufgenommen, kackt Camtasia komplett ab. Und jetzt sagte Lichtle, oh, dann probieren wir Handbrake. Habe ich mir jetzt nicht geladen. Ich habe mir gedacht, ey, komm, scheiß drauf. Ich war heute eh total müde nach der Arbeit, habe mich wirklich erstmal eine Stunde hingelegt, habe mir Schlaf gegönnt und dachte mir, hey, in der Stunde kannst du das Screenplay schön abfilmen und dann hoffentlich gut bearbeiten. Also das mache ich denn gerade. An alle, die sagen, oh ja, ich habe mit COC aufgehört, nein, totaler Blödsinn. Es ist halt einfach wirklich so, wenn ich gerade an einem Video bin, also ich sage jetzt mal, ich nehme halt Clash Royale auf, ist es halt am cleversten, mehrere Steps direkt hintereinander zu bringen. Deswegen hat ihr jetzt ganz, 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 ganz viel Clash Royale. Kommt natürlich ganz normal wieder COC rein, aber eben auch Pokémon. Pokémon, dazu ist noch Folgendes zu sagen, jetzt ist aber das Video gleich zu Ende. So, Video ist fertig. Beziehungsweise erstmal der erste Teil. So, jetzt wollte ich euch das zeigen. Also ich habe bekommen, das finde ich aber ist ein bisschen too much. Also ja, hier zum Aufschnallen, dass ich mir die GoPro direkt auf die Birne schnallen kann. So durch ein... Ach komm, scheiß drauf. So durch den Park gehen ist, glaube ich, ein bisschen kacke, oder? Nee, also das gibt es dann definitiv nicht. Schicke Friese hier. Sondern... das wird gemacht. Und zwar... Bei mir, alter BH. So. Zack. Und hier dann die GoPro festgeschnallt. Und dann habt ihr das schöne Blick. Zusätzlich wird ja trotzdem der Screen abgefilmt. Also beziehungsweise halt der Screen direkt, weil halt die Qualität halt um einiges besser ist. Die wird halt trotzdem noch mit reingemacht. Auch wenn es halt länger dauert und auch wenn ich im allerschlimmsten Fall wirklich die Folge immer noch einmal mit Camtasia aufnehmen muss, um die dann zu rendern und bearbeiten zu können, scheiß drauf. Die Qualität ist mir da einfach wirklich wichtiger und dass man halt eben wirklich einen Screen hat, mein Bildschirm vom Handy und dann das Normale, was drumherum passiert. So, also das Ding mega cool. Das ist in Ordnung. Dazu ist dann noch ein Selfie-Stick gekommen, der kaputt war. Den brauchte ich gar nicht wirklich. Aber ich habe mir gedacht, gut, okay, kaufst du im Set, ist eh günstiger. Und dann ist das okay. Von daher kriegt der Hersteller bzw. der Verkäufer nochmal eine Mail von mir und da will ich Nachbesserung. Das war's dazu. Heute kommt, ich weiß es wirklich nicht, ob heute sogar nochmal COC kommt. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig, haltet die Füße still, gechillt, wie gesagt, es geht weiter, cool, ich habe ein Bild bekommen. Es geht weiter ganz normal auch mit COC und ich bin ja da ganz normal auch am Angreifen, momentan ist gerade auch CW, alles gechillt, alles geht weiter. Noch eine andere Sache, und zwar, ich werde demnächst, oder nee, andersrum, ihr werdet bestimmt gemerkt haben, dass ich in der letzten Zeit keine Kommentare mehr beantworte. Dazu kommt hoffentlich, wenn ich nicht vergesse, jetzt gleich nochmal ein Bild. Und zwar folgendes Problem. Google hat mir schon einmal den Account gesperrt. Hat halt gesagt, ey, hier, du spammst. Nee, ich spamme nicht. Ich schreibe darüber gar keine, also über Google Plus, gar keine Mails, was auch immer, geht gar kein Verkehr drüber. Dann habe ich mich im Google Forum da angemeldet und habe da einem grundsätzlich einfach einen Post hinterlassen. Und da schrieb einer, bist du dir sicher, dass du nichts postest? Ja. Naja, machst du vielleicht irgendwas über YouTube? Ja, ich bin YouTuber.
Ja, und schreibst du da irgendwas? Ja, klar, also logisch, weil Kommentare beantworten, mit der Community zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Klar. Ja. Und da fielen sie mir wie Schuppen aus den Haaren und ich dachte, ja, scheiße. Wenn Google so doof ist und Kommentare zu meinem eigenen Video als Spam erkennt, ja gut, dann kann ich halt nicht mehr beantworten. Aber da will ich mich natürlich auch nicht so schnell aus der Affäre ziehen und sagen, ja gut, okay, ihr kriegt halt gar keinen Kommentar mehr von mir, sondern vereinzelt halt doch noch mal und dann gibt es halt einfach wirklich solche Videos, ich beantworte Kommentare. So blöd, wie sich das anhört, aber so ist es dann halt. Also, dass man halt sieht, gut, okay, hier, wie sieht's aus? Zum Beispiel Tarek hat gerade geschrieben, hey Gusua, ich weiß, dass du mal öfters bei kleineren YouTubern vorbeischaust. Habe heute mit YouTube angefangen und würde mich sehr über ein kleines Feedback von dir freuen. Da du einer meiner, ich denke mal, Lieblings-YouTuber bist, würde ich mal denken, weil bei Auto wird nicht alles mal angezeigt. Tarek, die Sache ist die, wenn du jetzt gerade mit YouTube angefangen hast, klar kann man natürlich reingucken, logisch, klar, gar kein Ding. Aber so grundsätzlich, lern dann erstmal so ein bisschen kennen, wie das alles so funktioniert, fuchs dich da rein und dann kann man auch mal vorbeigucken, wie das so läuft. Ganz klar. Aber wie gesagt, so wisst ihr, dass dann halt die Art von Kommentaren höchstwahrscheinlich nur über die Kamera stattfinden wird. So sieht es leider aus. Das war's von mir. Ich höre nämlich gerade meine Mitbewohnerin, kommt auch rein. Haut rein. Ciao, ciao.